Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde aus der Electronic Arts Community Lounge am letzten Tag, am Samstag von der Gamescom. Die Augenringe werden immer tiefer und man wird so langsam auch wirklich müde. So, im Moment ist hier unten am Main Boost bei Battlefield 4 die Wartezeit auf 5 Stunden angestiegen und es ist Samstagmorgen 10:30, also nach einer halben Stunde 5 Stunden Wartezeit und deshalb werden wir jetzt mal runtergehen und mal, ja, vielleicht 5 Leute uns rauspicken, die einfach mit in die Community Lounge zum Zocken kommen. Ich bin mal echt gespannt, wie die Leute reagieren werden. So, wir sind jetzt gerade am Ende der Schlange zu Battlefield 4. Wisst ihr, wie lange ungefähr die Warteschlange sein wird? Ich denke mal so um die 3 Stunden noch. Und würde sich das lohnen, 3 Stunden zu warten? Für Battlefield 4 auf jeden Fall. Gut. Seid ihr am Schlafen? English, yes. Do you sleep here? Ja. Yeah. Sprecht ihr Deutsch? Ja. Seid ihr hier, um Battlefield 4 zu spielen? Ja. Was denkt ihr, wie lange müsst ihr noch anstehen hier? Na, das Schild sagt 2 Stunden, irgendwo hier war es. Mal gucken, ob es 2 Stunden sind. Ich hoffe, also nicht mehr. Also wir hätten jetzt so die Möglichkeit, euch beide mitzunehmen und in der Community Lounge von Electronic Arts spielen zu lassen. Das ist quasi so hinter verschlossenen Türen, da wird 10 gegen 10 gespielt in, wie soll ich das sagen, klimatisierten Räumen, ganz relaxed mit was zu trinken und so. Wäre das was für euch? Auf jeden Fall. Ja? Okay, dann seid ihr herzlich eingeladen, dann gebe ich euch beiden einen Playslot und dann seid ihr mit dabei. Yay! Yeah. Dankeschön! Ja, André, du hast Battlefield 4 gespielt? Ja. Hat's dir gefallen? Ja, sehr, sehr geil. Also die Wetteränderungen sind ziemlich cool und gefällt mir richtig gut. Hast du es unten gespielt oder auch hier oben schon in der Community Lounge? Ich hab's unten gezockt. Und wie sahen so deine Stats aus? Bis ich erstmal gerafft habe, ich habe es zweimal gecaptured. Beim ersten Mal habe ich gar nicht gerafft, dass man die Waffe überhaupt noch modifizieren kann. Ich habe gedacht, muss man erst freischalten. Beim zweiten Mal habe ich es dann gerafft, da wurde es dann auch wesentlich besser. Jetzt stellen sich ja viele Leute immer die Frage, so aus unserem Bereich, Battlefield oder Call of Duty? Battlefield, auch wenn wir jetzt gerade hier bei Battlefield sind, aber wenn ich Call of Duty besser finden würde, würde ich sagen, aber ganz ehrlich, allein die Wetteränderungen machen das Spiel schon richtig geil. So, jetzt sind wir hier bei dem Memphis, einem professionellen Battlefield 4-Spieler. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, wie du gerade selber schon sagtest, ich bin der Memphis. Ich komme, oder ich bin derzeit im Suicide Buggy Squad. Das ist mein normales Platoon, mit dem ich so unterwegs bin. Wir bauen gerade ein Battlefield 4-Team, haben ja auch schon auf der Gamescom 2013 gespielt. Hier oben in der Community Lounge von EA. Das Match ist sehr gut für uns verlaufen. Wir haben gewonnen, 150-0 im Domination-Modus. Das ist ja mal eine Hausmarke, oder? 150-0 ist mehr so diskriminierend eigentlich. Das ist eine Hausmarke. Die haben ganz schön große Augen gemacht, haben damit gerechnet, dass sie hier siegreich vom Platz gehen. Und Gamma hat dafür gesorgt, dass ich ein Team zusammenstelle, dass wir das irgendwie packen, die Franzosen. Denn es war ein französisches Team zu schlagen und das haben wir letztendlich auch getan. Wie sieht es denn so aus mit dem E-Sport bei Battlefield 4? Denkst du, da wird was laufen? Es ist natürlich schön. Wir haben einen Spectator-Modus, der natürlich super, super hilfreich dabei ist, das irgendwie voranzutreiben. Und ich hoffe, es gibt dann viele Broadcaster, die das auch wahrnehmen und wirklich viel streamen, viele Turniere mit dabei sind. Es gibt Spectator-Slots auf den Servern und das ist natürlich super. Das wollen die E-Sportler, das ist klasse und das hat Battlefield 4 auch gebraucht. Und ja, als E-Sportler kann man dann nur sagen, toi, 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 alles super gelaufen bisher. Man merkt auch, Battlefield 4 ist ein bisschen mehr daran orientiert. Der Netcode ist wesentlich besser, man trifft besser. Und das ist natürlich auch wichtig, dass diese Matches super zustande kommen, dass man da keine technischen Probleme hat, sondern da einzig und allein der Skill zählt. Und das ist der Fall und wir sind sehr zufrieden damit, was wir bisher gesehen haben. We'll be right back.
So, ich sitze hier mit dem Heiner. Den kennt vielleicht schon der ein oder andere von euch aus dem Battlefield 4 Trailer. Komm zur Gamescom. Kannst du uns einmal sagen, wie alt du bist, Heiner? Ich bin 74 Jahre. Das ist ziemlich unglaublich für die meisten gewesen, dass du in deinem hohen Alter eigentlich noch Battlefield spielst. Ja, ich kenne im Moment auch keinen anderen und das betrübt mich eigentlich ein bisschen. Ja, es ist schade, dass nicht mehr alte Menschen spielen, weil man merkt es halt, wenn du irgendwo auftauchst in einem Video oder so, die Leute feiern das eigentlich wirklich. Ja, das ist erstaunlich, dass das so einen Anklang fand. Das ist bemerkenswert. Ja, du fährst jetzt am liebsten Panzer in Battlefield, weiß ich, oder? Das ist so deine Spezialität, ne? Naja, Panzer und Heli am besten. Ja. Am liebsten. Also bei mir ist es wirklich, ich finde den Heli unglaublich kompliziert zu spielen. Also ich habe da richtig Probleme gehabt, bis ich einigermaßen zurechtgekommen bin. Wie ist das für dich gewesen? Wie lange braucht man, um so ein Fahrzeug perfekt zu beherrschen? Oh, das ist schwer zu sagen. Das hängt von der Übung ab, von der Regelmäßigkeit. Und das muss jeder selber trainieren, nochmals trainieren. Jetzt hast du ja Battlefield 4 hier schon gespielt. Wie oft war das? Dreimal jetzt. Ist dir irgendwas aufgefallen, was dir auf Anhieb sehr gut gefallen hat oder ein Unterschied zu Battlefield 3 gewesen wäre? Ja, das ist eigentlich, das ist für mich ein bisschen völlig anderes Spiel. Ja. Es ist bombastisch, ja, möchte ich mal sagen. Und ich kann es kaum erwarten, bis es kommt. Das ist wirklich so. Das ist eigentlich wenn schon... Wenn man einmal gespielt hat, am besten sage ich immer... Richtig gewaltig. Kannst du mal so in kurzen Sätzen auf den Punkt bringen, wo ist der Unterschied jetzt zwischen FIFA 13 und FIFA 14? Also gameplay-technisch hat sich zum Beispiel beim First Touch, das würde ich jetzt nicht sagen, ziemlich was verändert. Die Bälle sind einfach noch... Wie ihr denkt, dass ich First Touch nicht kenne, ne? Ich reiße mir nochmal das Mikrofon weg, aber erzähl ruhig weiter. Die Bälle springen einfach teilweise echt viel unkontrollierter weg. Man braucht diesen Skill, sag ich mal, wirklich gut sein Spiel aufziehen zu können. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich bisher so sagen kann. Ich denke, um noch gravierende Unterschiede jetzt noch festzustellen, muss man das Spiel nochmal ein bisschen mehr spielen. Schüsse haben sich auch sehr positiv verändert, wie ich finde. Und ja, das ist so das spezielle Ding, was mir jetzt bisher aufgefallen ist. Ist es langsamer oder ist es schneller geworden? Also das ist immer ganz lustig, wenn wir jetzt was abgefilmt haben und die Leute das Video gesehen haben, haben sie alle drunter geschrieben, Mann, ist das Spiel schnell. Aber wenn man das selber spielt, dann ist es ziemlich langsam. Also noch langsamer auf jeden Fall geworden im Vergleich zu FIFA 13. Merkt man denn irgendwie einen Unterschied jetzt so an dieser grafischen Kulisse? Also haben sich die Stadien verändert oder ist das alles gleich und der Fokus liegt hauptsächlich auf dem Gameplay? Also das kommt auch auf die Konsole an. Auf der Xbox 360 hat sich grafisch jetzt nicht so viel verändert, würde ich sagen. Sind ein paar Details dazu gekommen, was das Ganze ein bisschen attraktiver macht. Aber auf der Xbox One zum Beispiel ist das echt eine grafische Bombe. Also im Vergleich zu FIFA 13, wie ich finde. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied bei den Konsolen. Und deswegen würde ich auch sagen, Xbox One Grafik auf jeden Fall top. So, bei mir ist der nicht minder berühmte Danny Burnage. So, und der Danny hat gerade noch mit mir auf der Rocket-Bühne gestanden und jetzt gerade Battlefield 4 gespielt. Kanntest du es schon? Nein, das erste Mal gerade gespielt. Und wie war der erste Eindruck? Der erste Eindruck, die Grafik. Also vor allem auf PC einfach grandios. Der zweite Eindruck, der Sound. Auch grandios, es fühlt sich einfach an, als wenn man im Spiel sinne. Es ist einfach, man merkt einfach richtig, dass es für so eine neue Konsolengeneration gemacht worden ist. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es auf Konsole aussehen wird. Ich habe es jetzt nur auf PC gezockt, aber war auf jeden Fall hervorragend. Okay.
So, der letzte Tag in der Community Lounge geht so langsam zu Ende für uns. Samstagabend. Ihr wart jetzt die letzten Gewinner, die nochmal Battlefield 4 anspielen konntet, ohne besonders lange warten zu müssen. Wie fandet ihr es? Also ich fand den ersten Eindruck sehr gut. Also Performance war gut. Also generell das Spielgefühl ist besser als bei BF3 auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so in 2-3 Worten zusammenfassen solltest, was du jetzt so mit Battlefield 4 nach dem Anspielen verbindest. Ich fand, das hatte ein bisschen mehr Call of Duty Elemente. Ich finde, das hat sich so durchgezogen. Bad Company war noch gar nicht. Battlefield 3 hatte von der Kampagne schon deutlich daran mehr. Und ich fand, die Geräuschkulisse klang ein bisschen mehr danach, aber trotzdem war es Battlefield im Spiel. Also ich fand, das war eine schöne Kombination daraus. So, das war die Gamescom 2013 aus der Electronic Arts Community Lounge und ich glaube, die Tage haben ganz schön Spuren bei mir hinterlassen. Meine Stimme ist relativ heiser geworden. Ich glaube, die Augenringe wurden immer tiefer. Dafür war es eine sehr, sehr geile Zeit. Ich sage recht herzlichen Dank bei allen Leuten, die uns besucht haben. Recht herzlichen Dank bei allen Leuten, die zugeschaut haben. Bis zum nächsten Jahr und haut rein! Wir haben noch FIFA im Kasten, das war's für heute. Ich habe keine Stimme mehr.